Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt Super Mario Maker Online. Schon ewig lang kam kein Super Mario Maker Video. Das liegt daran, dass es nicht so gut funktioniert hat mit der Game Capture. Und außerdem, ja, gab es sowieso sehr viele Schwierigkeiten. Habe ich letztendlich überlegt, lasse ich einfach mal mit den ganzen Vorstellungen und so weiter. Und gerade in dem Moment, als das Video rum ist, ist auch der ganze Playlist von Super Mario Maker davor weg, weil es mir einfach nicht gefallen hat. So. Und wir können einfach mal mit der 100 Mario starten. Es können auch mal ganz andere Modis auftauchen, aber wir können auch erstmal 100 Mario Herausforderungen machen. Und wie oft habe ich ja schon dieses Modus gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Abschlüsse leicht habe ich viermal. Normal 2 und schwer habe ich noch nicht mal ausprobiert. Okay. Ja, alles klar. Dann fangen wir jetzt am besten mal an mit dem leichten Modus. Neues Spiel möchte ich gerne haben. Oh, die populärste Story überhaupt. Die Prinzessin wurde entführt. Und wir müssen 8 Level schaffen. Genauso wie bei 10 Mario Herausforderungen. Mit diesen halt Online-Level von euch. Wahrscheinlich. Wobei, das ist eher aus einem anderen Land. Scheiß Siegfried. Auch ein paar weitere Gründe, warum ich noch nicht sofort mit 100 Mario angefangen habe. Ja, die Level war dann vor, glaube ich, Schrott. Zumindest. Aha, es läuft gut. Es läuft super. Meine Güte, das ist leicht. Ja, die Level waren nicht gut. Ich hoffe, die sind in dieser Zeit besser geworden. Also Nintendo hat die Zeit, ein bisschen zu sortieren. Aber. Okay, so muss man machen. Ich wollte eigentlich den Pilz holen, aber hat nicht so gut gelaufen. Ich möchte vielleicht noch am Ende 100 Leben ins Ziel kommen. Oder bis der Modus zu Ende geht. Und was ist denn da oben? Okay. Das heißt. Ja. Nicht treffen lassen. Da ist nicht hier. Stellen. Und ich warte mal noch. Da kann ja auch gar nichts Gutes rauskommen. Aber ich habe ein Leben. Natürlich nur, wenn ich das Level bis zum Ende spiele. Aber anscheinend gibt es hier nicht so viel. Ja, da ist auch schon das Ende mal wieder. Ja. War easy, aber. Ja, besonders war es nicht. Es war eher ein Durchschnittslevel. Ja. Fand ich eigentlich in Ordnung, aber. Ja, ein bisschen mehr. Könnte schon gehen, aber vielleicht war das auch dein erster Level, wer weiß. Gut. Level Nummer 2. Pass Long. Die sah so ungefähr aus wie ich. Gibt's hier noch irgendetwas? Außer der Zielflagge. Ja, also das ist 100 Mario Herausforderungen leicht. Und das war wirklich leicht. Ja, sieht ein bisschen ähnlich aus. Bisschen. Schon Level 3. Das geht aber auch sehr schnell. Ja. Yep. El Bowser Final. Okay. Oh, ein Kassel-Level. Das ist ein Kassel-Level. Ja, Mario oder sonst. Irgendwo. Das möchte ich gerne schaffen.
Und ich bin so blöd dazu. Stirb! Ich habe komplett verkackt, aber... Naja. Wenn ihr das draußen hört, dann kann es wahrscheinlich sein, dass sie eine Hochzeit abspielt. Mal wieder. Nö, komm. Okay, ich habe vielleicht 2 Monate lang keinen Mario mehr gespielt, aber... Ja, ich habe mich nur blöd angestellt. Das war alles. Schön, dass er in Lapito noch schweben konnte, bevor er auch in den Lava tauchen. War das da schon das 4. Level? Es geht einfach ein bisschen zu leicht und zu schnell. Nee, jetzt kommt das 4. Level. Naja. Trampolin Haven. Das ist ein Automatik-Level. Naja, fast. Oh wow, ich weiß nicht, wie ich da sterben kann. Ja, die Leichenlevel haben sich nicht gerade würdig verbessert. Aber es liegt nicht daran, dass ich so viel Skill habe, sondern dieses... Man kann da kaum sterben! Das ist das Problem. Komm, das nächste Mal, die nächste Level mache ich mit Rekordzeit. Craziness. Jetzt mache ich das in Rekordzeit. Pass mal auf. Okay, Felix. Was ist das? Ich habe den mal kurz angeknutscht. Ja, was soll das? Das ist wirklich crazy. What the fuck? Ey, das ist ja ein mieser Start. Dann muss man ja wirklich von dem Fleck weggehen. Okay. Was soll der Scheiß jetzt? Dummer Level. So, jetzt wäre es glaube ich super. Okay, zumindest komme ich jetzt ein bisschen schneller voran. Komm. Ja, wie die Lakitus hier alle sterben. Yep. Okay, Mario Time. Ich denke mal, das wird mein letztes Mal sein, dass ich leicht spiele. Kann ich ja selbst kleine Kinder da spielen lassen. Die würden es irgendwie schaffen. Und da habe ich ja fast einen Rekord. Nur fast. Aber den nächsten Level. Ja, God Part 3, A Storm of Spikes. Och, schon wieder ein Wasserland-Level. Da möchte ich gerne wieder Icarus Revenge. Das Wasserlevel hat mir ja dort viel besser gefallen. Viel, viel besser. Oh, lass mich doch alle in Ruhe. Gut. Das ist zumindest mal was etwas Interessantes. Jupp. Gefällt mir. Ein Unterwasserschiff. Nein, das war ein falscher Weg. Ja. Ist nett. Ach, da ist nur noch vor. Das heißt, ich muss hier hinten. Dementsprechend hätte ich ja gar nicht mal hochgehen sollen. Spikes, Trap und Blöcke und Cheep Cheep. Ich habe die ja schon vermisst, die sind einfach. Ja, ich weiß, da stand da hier Ring mit Spikes. Aber jetzt kommen viele andere Meeresfrüchte noch dazu.
Ist ja gar nicht mehr so schlecht, aber da ist auch schon das Ziel. Ja. War eigentlich bisher das beste Level. Wenn ich mal ganz überlege. Ja. Es war eigentlich nett. Es war nett und okay. Kriegst sogar einen Stern. Mein lieber Dill. Gut. Level 7. Und es ist One or Relax. Ich runne. Wie bitte, der hat zwei verschiedene Automatik-Level gemacht? Hab ich das jetzt gerade nicht gut verstanden? Okay, hier hätte ich gesprungen und dann wäre ich am Ziel gekommen. Aber ich gehe extra sterben, damit ich mal das auch, auch mit Relaxen sehen kann. Das ist wiederum ein guter Level. Ich weiß, Automatik-Level sind ein bisschen zu viel hier, aber da sich noch Gedanken gemacht hat, dass man ja beides zusammen machen kann, entweder One oder nur stehen bleiben. Geile Idee! Also. Oder wenn ich das jetzt sehe, wie man das auch schaffen kann. Ja, also ich glaube, das ist erstmal schlecht. Clownschlüssel, bring mich zum Ziel. Danke. Wahrscheinlich, wenn ich gewonnen wäre, dann hätte ich auch den oberen Punkt erreicht. Aber naja. Also doch, es war sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. So, finaler Level. Ein japanischer Level. Okay. Was soll das hier? Geschafft! Ich hätte schon einen guten Endkampf erwartet. Nee, wirklich. Vielleicht hätten wir auch am Ende gewartet, bis alle Blöcke hier ankamen. Es war einfach nicht gut. Na Mario, die Prinzessin Peach wurde in einen anderen Schloss gebracht. Ja, die Prinzessin ist in another castle. Ach ja, das leichte Modus war doch ein bisschen zu leicht. Und ich möchte noch ein paar Level in diesem Part füllen. Und ich habe Waluigi. Schön. Dann gehen wir jetzt in den sogenannten Event-Leveln und wir schauen uns einfach mal ein paar an. Nimm mal Starfy Prince vom Pufftop Place. In seinem fliegenden Himmelschloss entdeckt Starfy einen mysteriösen Aufzug, der ihn in eine wundersame Welt von Super Mario Baker befördert. Das macht mir Angst, sagte er. Ich will nach Hause. Willst du ihn den aquatischen Gefahren beschützen und sicher nach dem Ziel zu bringen? Naja, schon. Mach mal einfach. Aber ich kenne Starfy nix. Ich glaube in den älteren Spielen. Also, bin mir nicht so sicher. Da ist auf jeden Fall Starfix. Sieht mir ein bisschen aus wie Kirby. Ja.
Okay, Kirby und Sonic. Okay, das waren fast schon nach unten. Ich hab's verpasst! Tada! Münze, 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 Münze. Röhre und... Snacks. Das sieht ein bisschen lustig aus. Hab einfach so einen flachen Bauch. Nein, das sind Cheap Chips. Da, das wäre wahrscheinlich ein neuer Starfix. Hallo, ich bin im Fernseher. Oder auf dem PC oder was auch immer. Das sind Stachis. Ohne Flügel, deswegen sind sie einfach nur in seinem Panzer. Und... Nein! Ich hab das absichtlich gemacht. Ich wollte den schon heil ziehen. Gut. Einfach mal noch einen zweiten Versuch. Diesmal ein bisschen im Rush-Modus. Aber die sind auch verbaut. Das ist zwar ein Event-Level. Eigentlich sind die Event-Level immer gut. Erste Röhre. Moment mal, warte, warte mal kurz. Was kann man da hinten machen? Oder kann man überhaupt was? Sieht mir nicht so aus. Boah, das sind ja voll. Ich möchte nicht wissen, was die Gummis darstellen sollen. Checkpoint-Flagge. Schön. Und ein neuer. Ja, ich hätte auch gar nicht mehr stellen sollen, aber. Es ist eine Mischung aus Sonic und Kirby, so wie viel das aussieht. Aha, da sind wir jetzt. Wird fast schon. So, Steinbock. Dankeschön, ich mache mal den Rückring frei, weil, wer weiß, nächsten Spielern haben das dann ein bisschen leichter. Jetzt muss ich vor Gumbas flüchten, oder was auch immer die da stehen wollen. Ich mache mich schnell vom Acker. Und hier ist ein P-Switch-Tür. Ich wollte gerade wieder zurückgehen, um sicher zu gehen, was wo die andere Tür hinführt. Ah, oder warte, warte. Ich glaube, das war dann Reset. Oder ist auch ein Feld. Hallo. Könnt ihr mir helfen? One up! Die Musik kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Naja, ist ja auch egal. Starfy von The Legendary Starfy. Okay. Dann versuchen wir jetzt Toadette Treasure Tracker. Captain Toad Treasure Tracker meldet sich mit einem weiteren Level zurück. Dieses Mal steht Toadette im Mittelpunkt. Du kannst den gewaltigen Dornensäulen ausweichen, die rosa Münzen sammeln und den Schatz am Ende des Levels heben. Beim ersten Captain Toad Level war es halt so, man kann eigentlich mit Captain Toad hier springen, aber man kann es auch ohne schaffen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier ebenfalls der Fall ist. Toadette Treasure Tracker. Oh yeah! Dann wollen wir starten. In die Dungeon.
Untergrundbereiche gab es in diesem Spiel auch. Ich habe das Spiel selbst nicht, aber ich kenne den ein bisschen. Oh yeah! Scheiße, der Stern passt nicht zu diesen Türen. Wir sind wohl doch nicht bei Super Mario 64. Oh nein! Aber diese Tür funktioniert, nur ich kann nicht zurück. Naja gut, hör mal auf mit dem Quatsch. Die roten Münzen sind ja auch da. Das Update. Mit der Dornsäule und noch andere normale Schlüssel zum Beispiel. Keine Ahnung, was gibt's denn hier? Nichts. Wo führt mich zu dieser Tür? Warte mal, hier gibt's ja doch was. Ein bisschen Gas geben vielleicht? Na, ich drücke ja nicht mal den Y-Button. Das wäre vielleicht auch mal eine Challenge, aber ich habe sie ja schon verkackt. Nein, das war der falsche Weg. Beeil dich! Danke. Aber die hat ja nicht mal einen Rucksack. Eigentlich stimmt. Oder? Hat nicht Toadette auch einen Rucksack dabei gehabt? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber... Ich denke schon. Oder sieht man den nicht... Ah doch, ich sehe den Rucksack. So. Alle große Münzen. Ich habe einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel ist es möglich auch... Tür zu öffnen. So. Einfach hier nochmal. Oh, yeah! Ich kann schweben! Ja. Gut. Lass mich vorbei. Danke. Und ich hab's geschafft. Da ist der Schatz. Voller Münzen. Nur zu doof, ich kann nicht springen. Ah komm! Spring ich einfach mal. Ich hab das Level sowieso schon geschafft. Da hinten ist auch die Zielflagge. Fast an den One-Up, aber egal. Boah, der Track finde ich aber geiler. Als der erste von Captain Toad Amiibo. Okay. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. War ein schöner Level. Mhm. Gut. Und damit verabschiede ich euch auch zum ersten Super Mario Maker Online Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.